Es geht am 21. Oktober nicht um ein paar Mandate. Und es geht auch nicht um die Frage, wer im Roten Rathaus sitzt. Es geht auch nicht um 5 Jahre, sondern es geht nach meiner festen Überzeugung um die Zukunft einer ganzen Generation. Naja. An sich ist ja nicht die PDS schuld. An sich, dass ich kandidiere, ist ja Eberhard Diepgen schuld. Ich meine, muss man daran erinnern. Der hat im Mai auf dem Landesparteitag der CDU hier in Berlin gesagt, der Gysi soll aufhören zu lamentieren, der soll endlich kandidieren. Jetzt höre ich auf ihn und danach fallen sie über mich her. Ja? Also, ich meine, nein, Kreon, Gregor Gysi ist Jude, den werden sie keinen Haarkrempel. Ja, aber Gysi mit, Gysi mit, Gysi mit, lass sie mir, lass sie mal. Hast du noch ein Brötchen? Dankeschön. Danke. Wir haben hier einen Gegenkandidaten, da den Menschen aus Reining genommen, der muss hier irgendwo in der Nähe wohnen. Der macht es uns natürlich leicht. Ich lasse es überhaupt nicht zu, dass dieser tranige und ideenlose regierende Bürgermeister sich bis zum 21. Oktober in den Champagnergläschen durch die Partys der Stadt schleicht und glaubt, die Berlinerinnen und Berliner lassen sich täuschen und wissen nicht, wen sie am 21. Oktober wirklich wählen. Wenn wir wieder als Alternative nur eine große Koalition hätten, und da sage ich ganz klipp und klar, mit dieser CDU, wie sie jetzt in Berlin dasteht, mache ich keine neue Koalition. Weil dann wären wir ja genauso weit wie vorher. Also ich habe den Eindruck, dass es zumindest gelungen ist, die hohe Bekanntheit von Herrn Gysi auszugleichen, sodass ich also auch ähnlich bekannt bei den Berlinerinnen und Berlinern bin. Ja, natürlich bin ich ein Problem, aber ich nehme ja an, du wolltest, dass die Mauer wegkommt. Du wolltest, dass die Stadt sich vereinigt und da hättest du ahnen müssen, dass du auch mich kriegst. Sonst hättest du das Ganze auch verstanden. Wir sind aus Überzeugung gegen Sozialismus. Ich lasse mir das nicht verbieten, ganz deutlich zu sagen, dass Berlin ein sozialistisch-marxistisches Experiment erspart bleibt. Dass der Sozialismus in Berlin nichts zu suchen hat. Ich möchte keine sozialistisch-marxistischen Experimente für unser Berlin. 10 Jahre nach diesem Fall der Mauer soll Berlin offensichtlich nach Havanna und Peking die dritte sozialistische Hauptstadt der Welt werden. Und deshalb, liebe Berlinerinnen und Berliner, wollen wir keinen sozialistisch-marxistischen Großversuch hier in der deutschen Hauptstadt Berlin. Du kannst dir an einem Tag nicht 5 völlig verschiedene Reden einfallen lassen. Das heißt, du wiederholst dich. Und das Schlimmste daran war mein Fahrer, weil der stand immer wieder vor mir. Und den sah ich jedes Mal. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt hört er sich das zum 3. Mal an, nachher zum 4. Mal, nachher zum 5. Mal. Das hat was Unangenehmes. Man fängt nämlich irgendwann an, sich mit sich selbst zu langweilen. Dass sie Randgruppen als Kanaken, Mongos oder Bimbos bezeichnet haben, dass sie dadurch letzten Endes schon mal aufgetreten sind. Und da wäre meine Frage dahingehend, inwiefern das letzten Endes mit den Aspekten christlicher Nächstenliebe, die ja eigentlich in der CDU zum Tragen kommen sollte, als solcher Aspekt, inwiefern ist das damit vereinbar? Erstmal ist er kein Teppichhändler. Wir verkaufen keine Teppiche, wir verkaufen Raumausstattungsgegenstände, wir verkaufen Bodenbelege und das ist was völlig anderes. Und ich bin auch nicht bereit, mich dafür kritisieren zu lassen, dass ich eine klare Sprache spreche und das sagen, was viele, viele Menschen in dieser Republik denken und empfinden. Und ich bin auch nicht bereit, mich dafür zu entschuldigen, dass ich verheiratet bin. Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Dankeschön. Die Frage, wie gewählt wird,
entscheidet sich nicht in der Wahlkabine. Wir wissen, wo der politische Gegner steht. Sie entscheidet sich zu Hause am Küchentisch. Und machen wir den politischen Gegner argumentativ richtig runter. Im Wohnzimmer, im Verein, auf Firma. Machen wir ihn argumentativ fertig. Überall da, wo man Menschen trifft. Und dann wird es in Berlin auch wieder besser gehen. Wird Klaus Wowereit mit seiner Regierung diese Stadt voranbringen. Mitfahren, Steffel, in Unterstützung mit unseren Freunden hier. Das wird ein gutes Zeichen sein. Insgesamt der Fortschritt in Berlin. Vielen Dank.